Ich habe Lust auf eine Partie Gwent. Und ich hoffe, ihr auch. Denn wir nehmen uns eine neue Karte mit. Nehmen wir sie mit. Nehmen wir Finn damit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir schmeißen unseren Catwinner hier raus. Kann ich den entführen? Ah ja, genau. Und so machen wir so rein. Ah, okay. Ich brauche Einheitenkarten, noch eine mehr. Naja, dann machen wir doch wieder einen Catwinner rein. Oder nehmen wir einen Japan. Nee, der Catwinner ist sinnvoller auf jeden Fall. Brauche ich aber 22 und die Sonderkarten haben wir noch. Schauen wir mal, was haben wir denn hier noch? Elfenscharmützel und die Finte auf jeden Fall auch rein. Finte rein. Hey, ist ganz gut, dass die überall... Oh, hier gibt es die Cynthia und den Cavalier. Interessant. Gut, aber wir spielen mit Temerien und mit sagen... Ready to rumble. Oh, der Gegner beginnt. Oh, das wird schwer. Beide haben sie voll Test. Ja, wir haben die Karten drin. Okay. Dich nehme ich. Fuck! Ich drücke da immer rechte Maustaste. Ich müsste aber eigentlich Leertaste drücken oder Enter oder so. Ach, egal. Egal. So, fangen wir mit ihr an. Siegfried. Ach, er kämpfte leider für die falsche Sache. Okay. Tribok. Alles klar. Ah nein, wir spielen ihn. Interessanterweise haben wir keine Wetterkarten. Oh, das habe ich erwartet. Das habe ich erwartet. Nee, die bringt uns nichts. Wenn spielen wir Finte. Really? Gut, du hast es so gewollt. Finte. Holen wir uns ihn wieder oder holen wir uns ihn? Ich glaube, wir holen uns ihn. Ja. Ah, ihn konnten wir uns irgendwie kann. Wollte nicht. Deswegen habe ich jetzt den anderen wieder genommen. Mein Gegner passt. Really? Na dann. 7. Ein Moment. So, damit haben wir die Runde gewonnen. Und haben wir noch eine Karte mehr als er. Haben sie unseren Bonus schon rausgehauen, aber das ist nicht weiterhin schlimm. Dafür haben wir eine weitere Karte bekommen. Oh, Hallöchen. Hörst du? Kira Metz. Damn. So, mit dir fangen wir auch direkt schon an. Kira. Gucken, was er macht. Oh, er spielt Wes. Gut, hey, easy. Können wir auch, ne? Und jetzt können wir halt alle Karten raushauen und gewinnen die zweite Runde dadurch. Zehn, zehn, mein Lieber. Was hast du noch? Sultan. Kann sein, dass er relativ die gleichen Karten hat wie ich, ne? Wenn ich das so mal bemerken darf. Oh, das... Ja, hey, toll. Super, super Karte. Top, top Karte, mein Lieber. Fangen wir hiermit an. Eine Karte, was hat er noch? Ah ja, komm. Hey, ich mach den jetzt noch schnell fertig. Ich will ja hohe Punkte haben, ne? Ich will auch hohe Punkte. So.
So gewinnt man. Quint. Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Nein, aber wir haben Turubi bekommen. Ich bin schick. Nein, du bist nur rotzevoll. So, begeben wir uns doch mal. Finden wir jetzt die Hütte des Weidelers. Boah, wir müssen ja komplett rauslaufen, oder was? Das ist anstrengend. Boah, voll das Tor aufgestoßen. Mit unserem Headnut-Pad. Erhöht er den Tribut für Sie? Natürlich. Spielt den Gastgeber? Oh ja. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. War das ein Festmahl? Hat er keine Angst, wenn der Baron erfährt, dass jemand Schweinefraß stiehlt? Ha. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ja, zeig mir doch erstmal, was du hast. Zeig mir deine Waren. Weil wir dürfen nicht... Oh, was haben wir denn hier? Satteltaschen. 30 Kapazität. Was? Ganz ehrlich, warum kostet das so viel? 5 Sekunden. Bah, 5. Boah, 5 Sekunden. Das kostet 205. Das ist so schnell weggeballert. Oh. Das Geld auch. Das Geld auch. Scheiße. Ja, wir holen uns jetzt. Ich habe keine Wahl. Wir müssen uns die Wasserflaschen mal holen. Wenigstens wir etwas haben. Wir können ja nicht nur vom Alkohol leben. Regeniert zwar auch, gegen dieser auch, aber der macht uns halt auch direkt besoffen. Direkt. Komm, das Brot nehme ich jetzt auch noch mit. Genau wie die Zwiebeln. Schaden kann es nicht, aber wir spielen direkt noch eine Runde Quint. Weil ich will irgendwie alle mitnehmen, die Quint spielen. Ich will mit dir Karten spielen. Okay, das, Wind, genauer gesagt. Das macht echt Laune, das Spiel, muss ich sagen. So, wir haben hier nichts Neues. Natürlich nicht. Torowiel. Feuerskorpion. Wir kommen langsam hier Decks zusammen, muss ich sagen. Naja. Hier bleiben wir weiterhin mal so und starten das Spiel. Was wir kriegen. Nicht die rechte Maustaste diesmal drücken. Sondern die linke. So, was machst du? Fernkampf. Naja, manchmal. Machen wir weg. Was haben wir bekommen? Ich hab's nicht mitgekriegt. Irgendeiner von denen, glaube ich, war's. Irgendeiner von denen. So, fangen wir doch an mit Soltan. Finde wäre auch nicht schlecht gewesen, natürlich. Kira. Auch eine interessante Taktik ist immer, das, was er ausspielt, spielen wir auch aus. Hat den Vorteil, glaube ich, wenn er so einen blöden Zauber einsetzt, dass wir nicht davon auch betroffen sind. Weil er würde sich selbst ja schädigen. So, oh, das wird jetzt blöd. Na, die bringt uns noch nichts, deswegen die hebe ich mir noch auf. Machen wir mal die da. Stannis würde ich mir auch gerne noch aufheben. 21 hast du. So, mach was. Ja, das dachte ich mir nicht, dass so eine Karte kommt. Deswegen habe ich gedacht, passen wir die Runde? Und der spielt seine alle weg und ich klatsche dann hier. Nee, wisst ihr was? Wir machen das. So. Du hast immer noch 27. Willst du mich irgendwie ärgern? Fassbar, der Typ. Ja, interessante Runde, mein Lieber. Interessante Runde. Beider Spieler Belagerungskarten auf 1. Ah,
Ne, hebe ich mir mal auf. Ich führe noch. Entweder passt er die nächste Runde. Wir nehmen die Karte. Gut, hey, du wolltest nicht anders. Tut mir leid. Und trotzdem führe ich. Deswegen passe ich jetzt die Runde. Was macht er? Du bist schon ein bisschen Trottel, oder? Der hat nicht ernsthaft alle seine Karten versucht rauszuspielen, um zu gewinnen. Okay, pass auf. So. Also, sorry. Blöder kann man nicht sein. Gute Runde am Anfang, aber da... sorry. So, was haben wir denn gewonnen für eine Karte? Die Götter haben sich von uns abgewandt. Wie lange Termine mehr? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ne, haben sie, aber... Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Ah, schön. War nicht anders zu erwarten. Schauen wir doch mal, was wir noch finden. Ach nee, nicht da. M wollte ich hier drücken. Wo müssen wir denn hin? Ah ja, das heißt, wir könnten eigentlich mal reisen nach Schwarzzweig. Machen wir das doch mal. Ach, geh weg. Da will ich hin. So, Schwarzzweig. Wir könnten zwar das Fragezeichen damit entdecken, aber will ich jetzt gar nicht. Ich will Story. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Ja, weiß man nicht. Im Moment eigentlich nicht, obwohl ich für ihn arbeite. Das ist irgendwie... Kann man das also nicht genau sagen. Ah ja, sag ich doch, es hat uns geholfen, dass wir das aufgedeckt haben hier. Es hat uns... Oh, ein Weg. Ein Weg in den Wald. Heya! Da ist er. Der Weideler. Ich glaube, ich hab die Kratzen. Da ist ein Streuner. Schwör ab, du Monster. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Oh. Fuck. Wir hätten vielleicht Dings reinmachen müssen. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edricks Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskatzenblättern für den Bauch. Seine Pusteln bedeckt er mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Was faselst du da? Gut. Mal sehen, was das für einer ist, der Edricks Freunde so aufgebracht hat. Ja, bevor wir das aber machen, tauschen wir kurz. Egal, was wir austauschen, aber wir brauchen diesen Punkt. Oh, wir haben noch zwei Punkte, die wir verteilen können. Oh, sehr gut. Aktiver Schild. 50% weniger Ausdauer. Ach, cool. Das nehme ich mal mit. Auf jeden Fall. Und, machen wir Igni, Flammensturm nochmal. Bringt die Ausdauer kommt 50%. Wow! Also, warte. So. So wollen wir die Fertigkeit ausrüsten, verstärken. Was haben wir hier? Übrigens, zur Verbindung wird 20% mehr Schaden. Auch interessant. Kann, ganz sinnvoll sein, muss ich sagen. Wie viel brauchen wir hier? 18 Punkte müssen wir ausgeben. Das ist halt schon so. Wow! Schau mal,
Ich sage, ich will in Art nichts wirklich mal gucken. Vielleicht später was investieren. Aber die anderen finde ich irgendwie noch cooler. So. Wir wollen das ausrüsten. Speichern. Dann gehen wir mal zu dem Weidler. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Schön. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah. Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Oh. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege? Unmöglich, nicht ohne die Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Bah, ja, wissen wir. Ja, dann suchen wir mal eine Ziege. Wow, hey, super. Aber ich glaube... Das könnte relativ fix gehen. Schau mal, müssen wir auf die Ziege hören irgendwie, ob die Geräusche macht oder so? Really? Ihr wollt es nicht. Ja.
Ihr wollt es nicht. Ich habe euch gerade gesagt, ihr wollt es nicht. Wieso hört ihr nicht auf mich? Wölfe. Echt. Der Vater bei euch ist, er gibt, hinterlasst Fell und sowas. Und Fleisch. Vor allem Fleisch ist halt sehr nützlich. Interessant wäre es, wenn man es noch braten könnte. Alter, was ein Gebiet. Ach, da bist du. Oh. Hey, easy. Na los, gehen wir zum Weideler. Na dann, komm mit, Ziege. Hier entlang, euer Gnaden. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Ziege! Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Okay, wir müssen langsam laufen. Die kommt uns irgendwie nicht so schnell nach. Das doofe Vieh. Alter! Wo zur Hölle bist du hin? Ich seh dich noch. Komm her wieder. Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Verdammt, bist du hässlich. Bam, 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 bam. So, mittlerweile schaffen wir es sogar, einen Bären zu besiegen. Geil! Geil, die Folge wird auf jeden Fall ein bisschen länger. Diese blöde Ziege zurückbringen. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Ja, das. Also, ich laufe lieber langsam und gucke, dass die Ziege uns folgt die ganze Zeit. Bevor wir rennen weg und dann ist sie wieder weg und dann taucht dann nochmal so ein Bär auf. Komm her! Blödes Vieh. Wie weit sind wir in diesen Wald reingerannt? Komm her. Ich hab die Glocke. Okay, wir sind gleich beim Weideler. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Ja, das stimmt wohl. Eine sehr schöne Eigenschaft, muss man sagen. Bei gewissen Menschen. Prinzessin, lauf dem Weideler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Ihr habt Wölfe und einen Bär gerade erledigt. Gehen die? Gut. Bin gleich zurück.